herzlich willkommen zu Türchen Nummer 7. Ich hoffe, ihr werdet einen schönen Tag haben, denn mit diesem Spiel hat man nicht unbedingt einen schönen Tag. Es ist auch ein düsteres Thema. Dann mal los. Mit Türchen Nummer 7 öffnen wir Vampire The Masquerade. Oder die Maskerade, wie es ja auf Deutsch heißt. Es ist ein sehr, sehr heftiges Spiel, denn wir sitzen hier zusammen und spielen gegeneinander und jeder hat eine eigene Gruppierung, ein eigenes Volk von Vampiren und wir versuchen in der Stadt die Herrschaft an uns zu reißen. Das macht man alles mit Karten. Man kann also seine Karten reinspielen in die einzelnen Gebiete und muss natürlich ein bisschen schauen, dass die anderen nicht zu viele Karten spielen. Manchmal darf man auch verdeckte Karten spielen, die erst später aufgedeckt werden. Und dann geht es eigentlich um die Stärke und man denkt sich so, wow, bitte lass mich jetzt gewinnen, denn ich will dafür ja was bekommen. Man hat auch Leute, die man aussaugen kann und man denkt sich so, what? Ja, ein absolut grandioses Spiel in meinen Augen, aber auch ein Spiel, was man nicht mit jedem spielen kann. Und vor allem muss man halt auch wirklich so die Texte der Karten auch wirklich verstehen manchmal. Also man muss sie wirklich laut vorlesen, damit man wirklich sagen kann, ah ja, ja, so meinen die das. Aber an sich wirklich so grundlegend ist es ein mega cooles Spiel, was ich super gerne spiele. Auch wenn wir es viel zu selten spielen, weil wir die entsprechende Gruppe nicht wieder da haben. Aber das hier ist schon so ein kleiner Geheimtipp, finde ich, den man mitgeben kann für Leute, die gerne mal was Anspruchsvolleres spielen wollen. Ja, das war's mit Türchen Nummer 7. Ich freue mich auf morgen früh. Habt eine schöne Zeit auf jeden Fall und wir sehen uns dann morgen früh. Macht's gut, euer Tigurios.